Yo, Friends, heute reagieren wir wirklich auf ein sehr, sehr spezielles Video, ja, was mir von einer Zuschauerin auf Instagram vorgeschlagen worden ist, und zwar auf den Kanal Simplicissimus oder so in der Art, und zwar auf das Video Die tragische Geschichte von Mia Khalifa, ja. Der eine oder andere wird sie vielleicht kennen, der eine oder andere vielleicht nicht. Wenn nicht, dann wirst du jetzt erfahren, wer sie war, was sie getan hat, ne, und warum sie so eine tragische Geschichte hat. Ist auf jeden Fall sehr interessant, let's go. Kennt ihr diese Frau? Wahrscheinlich schon, auch wenn es viele von euch vielleicht nicht zugeben will. Ich weiß nicht, so vielleicht mal irgendwo im Internet gesehen, so kennt man die, ist sie berühmt? Wer ist es denn? Das ist Mia Khalifa, eine der bekanntesten Pornodarstellerinnen aller Zeiten. Ach so! Keine Ahnung, Digga. Ich dachte, das wäre eine Influencerin oder so. Bis heute dominiert sie die Rankings auf allen großen Plattformen, obwohl sie nur 3 Krass, immer noch? Monate in der Industrie war. Was? Was? Als wenn? 3 Monate in... Niemals! ...auf allen großen Plattformen, obwohl sie nur 3 Monate in der Industrie war. Dezember, Januar, Februar. Sie war angeblich nur 3 Monate... Und bis heute ist sie noch auf Ranking 1, 2 und so. Krass. Vor fast 8 Jahren. Heftig, wie lange das her ist. Doch ihre Geschichte ist keine von unglaublichem Erfolg. Sie handelt von erzkonservativen Familienverhältnissen, dem Bruch mit religiösen Wertvorstellungen, Morddrohungen, Hacks, Knebelverträgen, Beschimpfungen und skrupellosen Labels. Ja, das mit den Morddrohungen und so weiter, so ein bisschen hab ich mitbekommen, ne? Ich habe früher schon mal so ein kleines Interview gesehen, ne? I didn't want to be famous. Moment, Moment. Ich wollte nicht berühmt sein. One Google search away. Hacked by ISIS. Money machine. Utter fear. They just laughed. At that point, my life was kind of ruined. It was turned upside down. Ja klar, kann ich mir vorstellen, Digga, wenn du als Frau, ne, plötzlich in die Pornindustrie reinrutschst, Digga, und dann von 0 auf 100 durch die Decke knallst, Digga, normal. Mia Khalifa, das ist nicht ihr echter Name. Ach krass, aus Beirut kommt sie, aus dem Libanon, heftig. Ich wollte gerade eben sagen, woher kommt die, Iran vielleicht oder keine Ahnung. Wird 1993 in Beirut im Libanon geboren. Im Alter von 8 Jahren zieht sie gemeinsam mit ihrer Familie. Im Alter von 8 Jahren, 2001, das heißt, wenn du 8 abziehst, dann bist du bei 1993. Ja, das heißt... Je nachdem, welchen Monat sie Geburtstag hat, wäre sie jetzt circa 29 Jahre alt, okay. In die USA, nach Maryland. Sie studiert Geschichte an der University of Texas und zieht nach ihrem Uni-Abschluss nach Miami. Dort wird das Porno... Ja klar, und da ging es dann richtig ab, ne? ...Label Bang Bros auf sie aufmerksam. 2014 unterzeichnet Khalifa einen Vertrag bei der Produktionsfirma und dreht in 3 Monaten rund ein Dutzend Pornos. Also so wie ich gehört habe, gibt es ja richtig viele Videos von ihr. Wie hat man das in 3 Monaten geschafft, Digga? Hast du überhaupt geschlafen? Eigentlich will sie das vor ihrer erzkonservativen Familie und ihren Freunden geheim halten. Aber naja, das klappt nicht. Jetzt mal im Ernst. Du gehst nach Amerika zu einer Pornoindustrie, ja? Einer der erfolgreichsten hier, Bang Bros, dies und das. Habe ich gehört, einer der erfolgreichsten. Wie willst du das in deiner... Ey! Hör mal, wie willst du das denn von deiner Familie geheim halten, Digga? Spätestens nach dem ersten Video wird das vielleicht eine Freundin, ein Freund, wer auch immer sehen, das wird rumgeschickt, so ist doch klar, Digga. Ich weiß auch, Digga, eine aus unserer Stadt, aus Langenfeld, also sie kam nicht direkt von hier, sie ist aber hierhin gezogen und sie hat auf einer Plattform, ne, sie ging auch in die Branche mit 18, 20 Jahren oder so, es war voll locker, es war 2016, 14, 15 oder so, und dann war sie auf irgendeinem, keine Ahnung, so einer Billigseite und so auf Deutsch alles voll schlecht gestellt, dies, das, Amateur. Und das ging in Langfeld überall rum, Digga. Das wurde überall rumgeschickt. Hier, der, jeder hat sich reingezogen. Ach, guck mal, die, krass. Also sowas geht ganz schnell, ne? Ist schon krass, Digga. Im Dezember 2014 wird sie über Nacht zur meistgesuchten Darstellerin auf der Plattform. Stopp mal, hat der nicht gesagt 2015? Ah, stimmt, 15. Dezember bis Februar rein, okay. Im Pornhub. Aufgrund einer einzigen Szene. Krass, mit Kopftuch. In der trägt die damals 21-Jährige ein Hijab. Also ich kann da den Hate wirklich verstehen. Ich kann den Hate total verstehen. Ne? Also ein Kopftuch, das in der Regel von muslimischen Frauen getragen wird. Ja, Digga. Versteht mich nicht falsch, aber vor allem an die Jungs, die natürlich das ein oder andere Mal zur Hand greifen. Jetzt auf Ernst.
wenn ihr euch solche Internetseiten reinzieht, die Videos reinzieht, vielleicht weil die euch gefallen, ne, dann müsst ihr euch immer, ihr müsst immer daran denken, dass diese Industrien total gegen den Islam sind, total gegen meiner Meinung nach, ne, und gar keinen Anstand, keinen Respekt, wirklich nichts haben, wirklich, ne, die keine Werte drauf legen und irgendwie sagen, vielleicht so, ey, stopp mal, vielleicht sollten wir aufhören, mit der und der Religion zu spielen, vielleicht gehört sich das nicht, ne, die keinerlei Rücksicht auf uns nehmen, ne, die sowas mit einbauen, ne, teilweise also den Islam mit und sowas einbauen, da solltet ihr euch überlegen, ob ihr weiterhin solche Internetseiten unterstützen solltet, ne, ich rate euch sowieso davon ab, sowas zieht euch nur runter, macht euch down und ihr könnt euch somit nicht auf eure Ziele fokussieren. Reduziert sowas, Jungs, ne, ehrlich jetzt, ne, no front. Und haltet Abstand von solchen Firmen, von solchen Seiten, Digga, von solchen Industrien. Sie selbst ist keine Muslimin. Das. Okay, Libanon und Beirut heißt jetzt nicht, dass sie Muslima ist, ne? Gibt's auch Christen dort, wie auch in der Türkei. Das Video geht viral und verändert ihr Leben für immer. Aber krass, warum geht ausgerechnet so ein Video viral? Ihre Familie erfährt von ihrer Pornokarriere und distanziert sich in einem öffentlichen Statement von ihr. Viele würden jetzt zum Beispiel sagen, sei es jetzt Deutsche, Amerikaner oder was weiß ich welche, die würden jetzt sagen als Elternteil zum Beispiel, nö, am Anfang war es vielleicht nicht so okay, aber ich habe mich damit abgefunden und ich unterstütze meine Tochter und wenn es ihr gefällt und ihr Spaß macht, dann bin ich auch glücklich. Es gibt Leute, die, ne, sagen so, okay, die akzeptieren das, aber wiederum, Bruder, welche Eltern, welche Familie kann sowas akzeptieren und sich mit sowas abfinden, vor allem als, sage ich mal, Familie aus dem Orient, Digga, aus Libanon. So, das geht nicht, Digga, ne? Also, geht nicht. Khalifas Handlungen würden weder die Überzeugungen ihrer katholischen Eltern, ihre Erziehung noch ihre libanesischen Wurzeln widerspiegeln. Sie würden hoffen, dass... Ja, ne, sei es katholisch oder muslimisch, ne? Also, von beiden Religionen her, sowas geht nicht, ne? Dass ihre Tochter wieder zur Vernunft komme. Ihr Verhalten, sowohl für ihre Familie als auch für ihr Heimatland, seien nicht ehrenhaft. Khalifa muss massive Anfeindungen und Beleidigungen ertragen, besonders aus dem Nahen Osten und speziell ihrem Heimatland. Dort löst die Hijab-Szene eine riesige Kontroverse aus. In vielen arabischen Ländern sind Sexualität und Nacktheit ziemliche Tabuthemen. Pornografie ist häufig sogar gesetzlich verboten. Viele muslimische Frauen tragen den Hijab aus religiöser Überzeugung und Tradition. Das Kopftuch soll laut dem Koran die sexuellen Reize der Frau verdecken. Genau. Khalifa erhält wegen des Videos sogar Morddrohungen von der Terrormiliz Islamischer Staat. Heftig. Sie veröffentlichen ein bearbeitetes Bild, das ihre Enthauptung darstellen soll. Außerdem. Krass, okay. Ja, also sowas muss natürlich nicht sein. Klar, Menschen bauen Scheiße, machen Fehler. Das war jetzt wirklich sehr extrem. Letztendlich kennen wir die Hintergrundgeschichte nicht so, keine Ahnung. Man darf nicht vergessen, diese Industrie ist wirklich sehr, sehr dreckig, ist ein sehr dreckiges Geschäft. Frauen haben auch dort, glaub mir, sehr, sehr wenige Rechte und sind einfach nur, sage ich mal, Sklaven, die einfach nur dazu dienen, die ihren Körper verkaufen, weißt du, und sich vor die Kamera verkaufen. Aber dass man jetzt irgendwie Morddrohungen und ich bring dich um dieses und jenes und so eine Karikatur mit ihr und das muss natürlich nicht sein, ne? So, okay, sie baut Scheiße, sie muss vor Gott gerade stehen, aber da kann sich jetzt kein Mensch der Welt das Recht nehmen und irgendwie ihr Leben beenden oder sonstiges, ne? Dem hacken sie ihren Instagram-Account und krass, oha, 30 Millionen voll, oha, Mann! Schicken ihr später einen Google Maps-Screenshot ihrer Adresse in Miami. Ach du Scheiße. Utter fear set in. I lived in a hotel for like 2 weeks. Moment. Ich kann kein Englisch. Ich habe für 2 Wochen in einem Hotel gelebt. And I moved after I was able to, like, you know, get my things together and, you know, find a new place. But that was one of the scariest. That was way more scary than the beheading Photoshop. Mia Khalifa wird auf der Straße angebrüllt. Ihr wird hinterhergepfiffen. Sie wird von fremden Leuten von der Seite angemacht. Als sei sie zu einer Hälfte Hass, zur anderen Sexobjekt. Dazu schreibt... Ich sag mal so. An sich ist es ja nicht schlimm, wenn sie so etwas macht und ihren Körper verkauft. Jeder Mensch kann ja das machen, worauf er Bock hat. Wenn die jetzt sagen, ich habe darauf Lust, will Geld verdienen, so, dann mach.
So, jedem das Seine, jeder muss vor Gott gerade stehen, alleine, ne? So, das interessiert uns nicht, so. Aber natürlich, die Sache mit dem Kopftuch, das kann man total verstehen, so. Musste nicht sein, hätte nicht sein müssen. Und dann versteht man natürlich die ganzen, sag ich jetzt mal, wie nenne ich die jetzt, die ganzen Menschen um sie herum, weißt du, diese ganze Meute, die auf sie drauf eingehen und beschimpfen und so weiter. Hat sie später in einem Instagram-Post: The men yelling at me are the same men clicking on me. Kein Plan, was das heißt. Was? The men yelling at me are... Ja, man kann es nicht... Ah, ich glaube, das heißt, derselbe Mann, der mich beleidigt, der klickt auch auf mich. Nicht anders als Doppelmoral oder heuchlerisch bezeichnen, dass Menschen sich jemanden gerne auf dem Bildschirm angucken, aber in der echten Welt kein bisschen respektieren, keine Rechte für diese Person wollen und natürlich auch nicht dazu stehen, dass sie diese Person auf dem Bildschirm gerne ansehen. Das ist Madita Oeming. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und forscht schon seit Jahren zu Pornos. Hier beschreibt sie einen ziemlich üblen Widerspruch rund um die Pornoindustrie. Mia Khalifa und zahllose weitere Darstellerinnen haben Content produziert, der von hunderten Millionen Menschen gefordert und angeschaut wird. Warum werden sie dafür eigentlich verurteilt? Mit welchem Recht blicken so viele Menschen auf sie herab? Anfang 2000. Wie gesagt, meiner Meinung nach ist das ja nichts Verwerfliches. Jeder Mensch darf hier tun und lassen, was er möchte. So. Es geht uns ja nichts an, Digga. Letztendlich die halbe Männerwelt, was heißt die halbe Männerwelt? Fast die ganze Männerwelt befriedigt sich drauf, weißt du? Es geht halt nur um die Sache mit dem Kopftuch, was nicht sein müsste. So ist meine Meinung. 2015 verlässt Khalifa nach nur 3 Monaten die Pornoindustrie. Erst 4 Jahre später bricht sie ihr Stillschweigen und spricht über die berüchtigte Hijab-Szene. Sie erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren damaligen Arbeitgeber Bang Bros. Sie sei von den verantwortlichen Produzenten zu der Szene gedrängt worden. Okay, krass, okay. Ja, wie ich sagte, man darf diesen Industrien nicht trauen, ne? Die sind abgewichst, Digga. Die wissen ganz genau, was Klicks macht und für so einen Aufstand sorgt, weißt du, wo die Leute reden. Letztendlich geht es ja nur darum, dass ein Video weiter verschickt wird, guck mal, was die machen, bla bla, diese Ekelhaften. Und letztendlich jeder Klick zählt. Inwiefern das stimmt, ob sie wirklich gezogen ist, wissen wir nicht, aber kann ich mir vorstellen. Vor dem Dreh habe sie sogar Bedenken geäußert. I verbatim told them, you guys are gonna get me killed. And they said... They just laughed. Ja, die sind abgewichst. Heute bereue sie das Video sehr. Warum aber hat sie den Dreh damals nicht einfach abgebrochen? I was scared. I knew that if I said no, it would, you know, they're not going to force you to do it. That's at that point, that's rape. Ich sag mal so. No one's going to force you to have sex. But I was still scared. I was intimidated. I was nervous. Ich sag euch ehrlich, ich kann sie verstehen. Einerseits tut sie mir auch wirklich leid, weil diese Industrie ist wirklich ekelhaft und ich kenne Männer und Männer sind halt wirklich manchmal, die können schon, ja, wie soll ich sagen, anstrengend sein, gefährlich sein, so wenn ein Mann gerade in dem Moment mit einer Frau ist. Erstmal so diese Sache zwischen Mann und Frau. Wenn gerade ein Mann in diesem Moment ist und ein Mann etwas möchte und auch gerade Lust darauf hat, so, dann ist es schwer, wenn die Frau es am Ende verneint, so ihn davon abzureden, so er möchte es dann halt gerne und dann letztendlich passieren Dinge, die nicht sein sollten, die unschön werden, so. Und in dieser Industrie geht es natürlich um ganz viel Geld, da sind abgewichste Leute in der Kamera, vielleicht sind da irgendwelche Mafia-Leute, keine Ahnung, die mit irgendwelchen Handel noch zu tun haben und hier, jenes und keine Ahnung, ihr wisst ja, wie das abläuft, das Spiel, ne? Immer sind da irgendwelche großen Leute hinter der Kamera und die das Sagen haben und hin und her. Und wer weiß, sie dachte sich so, vielleicht ich bin alleine hier und ich bin an so einem Dreh. Keine Ahnung, am Ende kriege ich vielleicht noch Schläge oder irgendwas passiert hier. Ich habe ein bisschen Angst so und die fühlt sich bedrängt. Man kann sie wiederum ein bisschen verstehen, aber auch wiederum muss man sagen, so ey, du hättest abbrechen müssen. Du wusstest ganz genau, was danach passieren wird. So ist auch letztendlich so, ja, Eigenverschulden. Nach dem unvorstellbaren Shitstorm rund um die Szene stand Khalifa nach eigenen Aussagen dann ganz allein da. Von Bang... Ja klar, ne? Bros habe sie keinerlei Unterstützung erhalten. Die Art, wie sie am Set eingeschüchtert wurde, sei laut ihr auch kein Einzelfall. Sie wirft der Branche vor, gerade junge Frauen in die Pornoindustrie zu locken, sie zu manipulieren und zur Unterzeichnung schlechter Verträge zu drängen.
Sie ist bei weitem nicht die Einzige, die von solchen Erfahrungen berichtet. It's the same with when you sign your contracts. You have, you know, the president and the CEO of the company sitting in the room with you, waiting for you to read it. And when you're reading it, you're not comprehending anything that's written, because you're so nervous, because people are staring at you. Ja, und das auch bestimmt in irgendwelchen Fachbegriffen und dies und jenes, Paragraph 4, so klar, verstehen die bestimmt nichts. Die wollen nur wissen, wie viel Geld, wie viel das, fertig. Khalifa habe nach eigenen Angaben als Pornodarstellerin gerade einmal $12,000 verdient. Halt's Maul, Labersch. Nein, niemals. Das, laut deren Zahlen, was sie eingebracht hat, die müsste Millionen bekommen. Die hat wirklich diesen ganzen Unternehmen mehrere Millionen, also wirklich in dieser Industrie, da steckt so viel Geld. Die hat denen so viel Geld eingespielt, ne? Und die hat für insgesamt $12,000. Bang Bros streitet alle Vorwürfe vehement ab. Sie äußern sich auf einer eigens dafür erstellten Website. Statt 3 Monaten hätte Khalifa fast 3 Jahre als Pornodarstellerin gearbeitet. Dafür liefern sie keinerlei Beweise. Auf ihrer Hauptseite tun sie allerdings in 2 Fällen so, als wäre Mia Khalifa 2017 und 2018 für neue Videos zu der Produktionsfirma zurückgekehrt. Beides ist gelogen. Sus. Die Produktionsfirma behauptet außerdem, Khalifa hätte nicht 12.000, sondern insgesamt $178.000. Immer noch zu wenig, aber ob das stimmt, weiß man nicht. Verdient. Hier steht letztlich Aussage gegen Aussage. Welche Zahl nun stimmen mag? Ich glaube mir. Ich glaube ihr, weil sie denkt sich, 4.000 im Monat, für 3 Monate 12.000 bekommen, das ist vielleicht noch für ein junges Mädchen viel Geld, die noch keine Ahnung von sowas hat. Und Bang Bros sagt jetzt dann angeblich so, ja, von wegen, wir haben dir mehr gegeben, keine Ahnung. 12.000 oder doch eher $178.000. Ihre Videos wurden allein auf Pornhub über 1,2 Milliarden Aufrufe. 1,2 Milliarden Mal aufgerufen. Sie gehört. Jetzt musst du dir so überlegen, ein YouTube-Video mit 1,2 Milliarden Aufrufe über 10 Minuten mit 3-4 Mal Werbung, so. 1,2 Milliarden Aufrufe, ganz einfach. Bei 1 Million Aufrufe ungefähr das Niedrigste wären jetzt, sagen wir mal, $1,000. Bei 10 Millionen Aufrufen, $10,000. Bei 100 Millionen Aufrufen, $100,000. Bei 1,2 Milliarden, 1,2 Millionen. Wir gehen vom Mindesten aus. Aber wenn das Video über 10 Minuten geht und ein paar Werbungen, bla bla, kannst du mal eben das Fünffache verdienen. 1,2 Millionen mal 5. Dann kommst du mal eben auf, keine Ahnung, $6 Millionen oder so. So, Euro. Und bei dieser Industrie, das ist nicht wie YouTube. Das ist ja, Digga, das ist die heftigste Industrie. Da verdienst du ja richtig Geld, Digga. Das ist Erwachsenenkram, weißt du? Da kannst du dir sicher sein. Da kannst du dir sicher sein, die haben das 100-fache eingespielt, Digga. Da ist so viel Geld im Spiel, es ist unglaublich. Das können wir gar nicht, wissen wir gar nicht. Gehört bis heute zu den beliebtesten Pornodarstellerinnen auf der Plattform. Auf ähnlichen Plattformen ist sie ebenfalls bis heute an der Spitze. Bang Bros, Pornhub und Co. haben an ihren Inhalten mutmaßlich ein Vermögen verdient. Zu genauen Zahlen wollen sich die Unternehmen nicht äußern. Bei der Verbreitung zahlreicher 100 Millionen mindestens. Kopien ihrer Videos profitiert Khalifa nicht mit. Diese Einnahmen gehen an das Produktionsstudio und Seiten wie Pornhub. Aus ihrer Eben, die haben doch die Videos bestimmt an alle anderen Seiten verkauft und haben ohne Ende Geld bekommen. Aus ihrer Sicht war ihr Vertrag ganz klar ausbeuterisch. 2020 hat sie unter anderem deshalb von Bang Bros und Pornhub gefordert, ihre Szenen zu entfernen. Die Darsteller und Darstellerinnen sind in der klassischen Pornobranche häufig die klaren Verlierer. Die werden niemals gewinnen, Digga. Das ist so ein ekliger Vertrag. Flatrate-Verträge mit $1,000 pro Szene und danach kein Cent mehr sind gang und gäbe. Die Performer können häufig nicht wie Musiker immer wieder mit jedem Klick an ihren Werken mitverdienen. Boah, das ist so dumm. Die Frauen tun mir so leid. Die verkaufen ihren Körper. Die verkaufen ihre Seele. Die verlieren dafür ihre Familie, ihren Freundeskreis, verlieren ihre Ehre, ihren Stolz, haben keinen Respekt mehr bei den Menschen um sie herum. Die verlieren alles, ne? Wirklich, die verlieren ihr Gesicht, kurz gesagt, für $1,000. Ey, das ist schon traurig, ne? Das ist schon,
Wirkliches. Sie erhalten keine aktive Beteiligung, nur eine feste Gage für den Dreh. Alle weiteren Einnahmen gehen dann in der Regel an die Produktionsstudios. Bis heute findet man unzählige Videos von Mia Khalifa auf Pornhub. Und es gibt sogar noch eine Website unter ihrem Namen, an der sie, laut ihr selbst, nichts verdient. An all diesen Inhalten hat Khalifa keine Rechte. Sie hat keinerlei Macht über die Verbreitung dieses Materials. Anders auf OnlyFans. Auf der Online-Plattform entscheiden die Creator selbst, was sie veröffentlichen. Krass, wenn sie das hat, dann macht sie auf jeden Fall, also dann hat sie sich gesaved, dann macht sie gut Geld. Auf ihrer entsprechenden Page schreibt Khalifa, "This is the only site where you can find content I consent to publicizing." Sie postet dort zwar Bilder aus ihrem Alltag, Nacktfotos veröffentlicht sie aber nicht. Sie will schon lange nicht mehr auf ihre Pornokarriere reduziert werden. Ihre Vergangenheit mag zwar stets nur eine Google-Suche entfernt sein, dennoch versucht sie seit ihrem Ausstieg, das Image ihrer Person zu ändern. Ja, ich sag mal so, ob das klappt, weiß ich nicht. Die Vergangenheit wird einen immer wieder einholen, ne? Und die Männer werden immer nur das in ihr sehen, was sie auch früher gesehen haben. Es ist schwer, jetzt da rauszukommen, ne? Das ist das Ekelhafte. Wenn du einmal in dieser Industrie drin warst, guck mal, die Videos, sie bekommst sie nicht mehr weg. Sie verbreiten sich wie, keine Ahnung, Digga. Weißt du? Heute widmet sie sich ihrer wahren Leidenschaft, dem Sport. Alright, on to news only Mia cares about. We are going to talk about enforcers in the NHL. Sie arbeitet als Kommentatorin und ist unglaublich erfolgreich auf Social Media. Auf TikTok und auf Instagram hat sie jeweils rund 30 Millionen Follower. Ja, okay, krass. Also sie wird auf jeden Fall dann schon gut Geld machen im Internet, ne? Dort verarbeitet sie humorvoll ihre Vergangenheit. Tell me why you're the family disappointment. Ich sage es mal so, sie wurde von der Industrie abgezockt, aber jetzt, sage ich mal, hat sie wenigstens, ich sage es jetzt mal so, wenigstens Reichweite, um mehr Geld verdienen zu können, ne? Mit Kooperationen, Instagram, TikTok, so halt. Und nutzt ihre Reichweite, um über die Ausbeutung junger Frauen in der Pornoindustrie aufzuklären. Ja, das ist gut. Mia Khalifas Geschichte zeigt, wie erbarmungslos Teile der Pornoindustrie operieren, wie junge Frauen manipuliert und dann von der Öffentlichkeit verurteilt werden. Sexarbeit ist Arbeit. Wir als Gesellschaft sollten diese Arbeit anerkennen, entstigmatisieren und respektieren. Dazu zählt vielleicht auch, für fair produzierte Pornografie zu zahlen. Nicht zuletzt sollten wir viel offener und ehrlicher über Pornos sprechen und Slut-Shaming, geprägt durch Vorstellungen aus dem Mittelalter, hinter uns lassen. Naja, meine Meinung, erstmal zum Thema, was der Typ da gesagt hat mit Pornos. Männer, ich sag euch nur eine Sache, reduziert den Pornokonsum, konzentriert euch auf wesentliche Sachen, weil sowas zieht euch nur runter. Dadurch werdet ihr müde, träge, schlapp und habt keine Motivation. Ihr dürft euer Testosteron nicht ausschütten, seid produktiv, geht raus und arbeitet, macht Sport. Vertraut mir, ist die erste Sache. Reduziert auf jeden Fall diesen Konsum. Zweite Sache, ja, zu Mia Khalifa, keine Ahnung, tut sie mir leid, tut sie mir nicht leid. So letztendlich, so jeder hat sich... Also, das war ihre Entscheidung, weißt du? Sie konnte darüber bestimmen, so. Sie hat es mitgemacht, so. Letztendlich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich halte davon nichts von der Industrie. Letztendlich tut sie mir aber schon leid, weil sie wurde auf jeden Fall ausgebeutet, sie wurde zu Sachen gezwungen und. Sie hat ihre Fehler eingesehen, möchte sich ändern, so. Ja, okay. Jeder Mensch lernt aus seinen Fehlern. Tamam, auf jeden Fall. Eure Meinung in die Kommentare. Ich fand, das war ein wirklich sehr, sehr spannendes Video. Ja, wer weiß, vielleicht reagieren wir noch auf ein paar mehr Videos von dem Kanal. Also, wir sehen uns. Haut rein, Freunde. Ciao, ciao.